Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Olof Palme. Weil unsere Kinder unsere einzige Verbindung zur Zukunft sind und weil sie das Schwächste sind, gehören sie an die erste Stelle unserer Gesellschaft. Ja, das gelingende Aufwachsen von Kindern, gesund, behütet und sicher, das ist eine Aufgabe, bei der die ganze Gesellschaft gefordert ist, um tatsächlich Kindern und ihren Eltern die größtmögliche Unterstützung zu geben. Wir wissen, Eltern sind heute oftmals verunsichert, oftmals überfordert, und für einige Familien, für zu viele, sind die Lebensbedingungen nicht so in Deutschland, wie es sich für eine reiche Gesellschaft wie unsere gehört und wie es selbstverständlich sein sollte. Und deshalb ist es Konsens zwischen Wissenschaftlerinnen, Praktikerinnen und auch einem Großteil der Politik, dass wir ein System übergreifenden Ansatz verfolgen sollten beim präventiven Kinderschutz, dass vernetztes Handeln der verschiedenen Hilfsangebote der unterschiedlichen Ebenen notwendig ist, um Familien, und das ist das Ziel, von Anfang an zu stärken und präventiven Kinderschutz zu ermöglichen und gelingen zu lassen. Genau das haben wir in unserem rot-grünen Koalitionsvertrag aufgenommen, und wir haben eine deutliche Zielvorstellung zum präventiven Kinderschutz benannt. Und mit dem heutigen Antrag jetzt geben wir den Rahmen vor, auf Grundlage dessen die Landesregierung ein Präventionsgesetz und ein Gesetz über frühe Hilfen entwickeln soll. Wir wollen, dass Familien und Kinder gestärkt werden durch den Aufbau von unterstützungs- und präventiven Maßnahmen. Und wir tun das auch, meine Damen und Herren, aber nicht nur, um spätere teure Interventionen zu vermeiden. Eingebunden und vernetzt werden muss es, das hat die Kollegin Hack eben schon ausgeführt, Sie können es auch in diesem sehr umfangreichen Antrag noch mal nachlesen, vernetzt werden muss der Gesundheitsbereich. Das ist was ganz Wichtiges, der steht leider zu oft noch außen vor, und neben den anderen Hilfesystemen, die Kinder- und Jugendhilfe, die Kitas, Familienzentren, die Schulen bis hin zum Übergang zum Beruf. Wir alle wissen, dass oftmals in der kommunalen Praxis es noch so ist, dass die Dienste nebeneinander herarbeiten, dass sie nicht optimal ineinander greifen. Und hier wollen wir am Beispiel, und Frau Scharrenbach, das ist das Beispiel, Sie wissen, das sind Modellprojekte, kein Kind zurücklassen. Und anhand der Auswertung dieser Modelle wollen wir das verstetigen und das in eine gesetzliche Grundlage überführen, dass tatsächlich verbindliche Kooperationsformen in den Kommunen hergestellt werden, die auch tatsächlich tragfähig sind. Nun tat die CDU, und das haben wir in unserem Antrag aufgenommen, ein sehr kleines Segment, was innerhalb des Kinderschutzes möglicherweise geregelt werden könnte, formuliert. Wir haben das hier aufgenommen in unserem Antrag. Wir haben es deshalb aufgenommen, weil wir es ja sehr intensiv bereits diskutiert haben in zwei Anhörungen. In diesen zwei Anhörungen ist es zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Sachverständigen gekommen. Die Kommunalen Spitzenverbände, der Kinderschutzbund, die gesamte freie Wohlfahrtspflege hat sich sehr kritisch bis ablehnend gegenüber dem Gesetzentwurf von ihrer Seite zu verhalten. Und wir meinen nun, dass es deswegen angemessen und auch fair ist, wenn so unterschiedliche Einschätzungen sich gegenüberstehen, dass man das prüft, gründlich prüft, und genau diesen Passus, Herr Hafke, haben wir in den Antrag aufgenommen. Meine Damen und Herren, wir haben es auch deswegen gemacht, weil wir noch mal ein eindeutiges Signal an Sie setzen wollen und senden wollen, dass wir dieses Thema Kinderschutz nicht im politischen Streit hier verhandeln, sondern dass, wie es in der Vergangenheit war, wir hier gemeinsam fraktionsübergreifend, parteiübergreifend zu einem Konsens darüber kommen, wie gelingender Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen auszusehen hat. Und meine Damen und Herren, ich möchte deshalb bitten, dass wir heute die scharfen Töne lassen angesichts dieses Themas, die ja in der Vergangenheit etwas das alles überlagert haben. Und wir möchten Sie sehr herzlich einladen, sich bei diesem Antrag, den wir heute vorlegen, mitgestaltend einzubringen. Wir sind offen, das Angebot steht, dass wir gemeinsam diesen Bereich gestalten im Sinne eines besseren Schutzes für Kinder und im Sinne der Kinder in Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Aschwin.